Herzlich willkommen zum Q&A-Forum für den Kurs Konfliktmanagement und Mediation für den November 2021. Es ist folgende Frage eingegangen, nämlich von der Margit. Sie würde gerne wissen, was man aus meinem Buch, die Rhetorik des Sebastian Kurz, was man daraus für Konfliktmanagement, Mediation und wie man Konflikte lösen kann, was man daraus lernen könnte. Ich möchte vielleicht da ein Beispiel bringen, und zwar: Das Problem von Konflikten ist ja oft die Tatsache, dass zwei Menschen unterschiedliche Meinungen vertreten und sich einzementieren und in ihren Positionen stecken bleiben und auf ihren Positionen beharren und vielleicht doch gleiche Absichten haben. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie auf ihren Positionen beharren und dort stehen bleiben und stecken bleiben, einfach nicht dazukommen, ihre gemeinsamen Absichten auch tatsächlich zu erforschen und zu ergründen und darauf zu kommen. Und das liegt meistens an der Art und Weise, wie etwas formuliert wird. Denn Missverständnisse entstehen nicht immer durch das Was, also nicht durch Zahlen, Daten und Fakten, sondern durch die Art und Weise, wie diese präsentiert werden. Und schon die Vera Birkenbiel hat gesagt, mit den richtigen Worten kannst du alles sagen. Das heißt, die Frage ist, wie solltest du deine Worte wählen, damit deine Botschaft bei deinem Gegenüber so ankommt, wie du das gerne möchtest. Also wenn du zum Beispiel einen Heiratsantrag machst, dann könntest du es ja auch ganz einfach die Frage stellen, magst du mich heiraten? Oder du magst um die Frage herum eine Zeremonie, ein riesen Damdam, wenn du so willst, ja, mit Kerzen und mit Essen und mit so weiter. Und stellst in Wirklichkeit aber die gleiche Frage, nämlich willst du mich heiraten, allerdings mit einem anderen Wie rundherum. Also die Zeremonie, das Wording, die ganze Aufmachung ist eine andere. Und ob du ein Ja oder ein Nein bekommst, das hängt ja auch von der Aufmachung ab, wie du diese Frage stellst, wie sehr du dir Mühe gegeben hast. Jetzt kommt Weihnachten. Viele Menschen legen darauf Wert, wie ihr Geschenk verpackt ist. Denn das Geschenk an und für sich ist ja dasselbe, ob das verpackt ist oder unverpackt, macht ja am Was des Geschenks keinen Unterschied. Jedoch das Wie macht einen Unterschied. Ist nur ein Papier rundherum, ist eine Schleife rundherum, ist eine Karte dazu und so weiter. Und das macht für den Empfänger oder die Empfängerin oft einen großen Unterschied. Ich möchte das vielleicht anhand eines Beispiels erklären oder anhand eines Modells, nämlich das nennt sich Spiral Dynamics von einem gewissen Claire W. Graves. Der gute Mann hat zur selben Zeit gelebt wie der Maslow. Die Maslow-Pyramide, Maslow'sche Bedürfnispyramide, ist uns allen bekannt. Spiral Dynamics, Spiraldynamik, wahrscheinlich weniger, nach meinen Erfahrungen. Und zwar geht es darum, dass man sagt, naja, man kann sich zu einer und derselben Sache unterschiedliche Fragen stellen. Und ich würde das gerne anhand eines Apfels erläutern. Also wenn du dir vorstellst, vor dir liegt ein großer, runder, saftiger Apfel, dann würde jemand, eine Person, die bei der Tür hereinkommt und ums Überleben kämpft, sich die Frage stellen, wie komme ich an diesen Apfel heran? Jemand, der sein Überleben gesichert hat und in Clans, in Verbünden zusammenlebt, stellt sich dann die Frage, ist der Apfel das wert, was er kostet? Soll ich ihn nehmen oder soll ich ihn nicht nehmen? Reziprozität, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Soll ich oder soll ich nicht? Während sich manche Menschen dann aus diesen Clans die Frage stellen, wer ist eigentlich der oder die Stärkste hier? Also ein Häuptling zu sein, ein Redelsführer, eine Anführerin. Und Anführer stellen sich die Frage, rhetorisch, den macht mir keiner streitig, den Apfel, das ist meiner, oder? Häuptlinge beginnen, sich die Frage zu stellen im Laufe ihres Lebens, um was geht es wirklich im Leben, was ist der Sinn des Lebens? Und den Sinn des Lebens finden wir in Strukturen mit sehr starken Regeln. Also denken wir an Kirchen, an Organisationen, da gibt es sehr starke Regeln und da wird auf die Einhaltung dieser Regeln geachtet und versprochen, wenn du die Regeln einhältst, dann bekommst du zum Beispiel das ewige Leben, erst nach dem Tod, aber du musst, während du lebst, die Regeln einhalten. Dann wirst du später dafür belohnt werden. Manche Menschen aus diesem System denken sich, naja, wie kann ich die Regeln zu meinem persönlichen Vorteil nutzen? Wie kann ich aus dem einen Apfel 10 oder 100 oder 1000 Äpfel machen, zu meinem unternehmerischen Vorteil? Diese Menschen beginnen sich manchmal die Frage zu stellen, auf was kommt es wirklich an im Leben? Und finden die Antwort in einem gemeinschaftlichen Wir, in einer Struktur, wo es auf Beziehungen ankommt. Und jemand aus dieser Ebene stellt sich die Frage,
ist es in Ordnung, wenn ich den Apfel teile und darf ich mir auch ein Stück nehmen. Also wir sehen schon, diese ersten sechs Ebenen, die sind alle irgendwie angstbezogen. Es geht ums Überleben. Es geht um die Angst, nicht über den Tisch gezogen zu werden. Es geht um die Angst, die Macht nicht zu verlieren. Es geht um die Angst, dass die Regeln nicht verletzt werden. Es geht um die Angst, sozusagen den eigenen Gewinn zu maximieren, dass das ja nicht in Frage gestellt wird oder misslingen könnte. Und es geht letztendlich auf der sechsten Ebene um die Angst der eigenen Selbstidentität, die Angst, abgelehnt zu werden und so weiter. Während die siebte Ebene ist die erste spirituelle Ebene. Jemand auf dieser Ebene stellt sich die Frage, wie kann dieser Apfel zum Gelingen meines Lebens beitragen? Während die Menschen auf der achten Ebene sich die Frage stellen, wie kann dieser Apfel zum Gelingen des Lebens aller Menschen beitragen? Es wird auch eine neunte und zehnte Ebene geben. Laut Claire W. Graves kennen wir die Fragen noch nicht, die dorthin führen. Also du merkst schon, anhand eines Apfels gibt es ganz unterschiedliche Fragen, nämlich wie komme ich an den Apfel ran? Erfüllt dieser Apfel alle, ist der Apfel das wert, was er kostet? Reziprozität, soll ich oder soll ich nicht? Den Apfel macht mir keiner streitig, oder? Das ist meiner. Erfüllt dieser Apfel alle unsere Regeln? Ist er groß genug, schwer genug, rund genug, saftig genug? Wie kann ich das aus diesem einen Apfel 10, 100 oder 1000, 100.000 machen zu meinem persönlichen Vorteil? Ist es in Ordnung, wenn ich den Apfel teilen, darf ich mir ein Stück davon nehmen? Siebte Ebene, wie kann der Apfel zum Gelingen meines Lebens beitragen? Achte Ebene, wie kann der Apfel zum Gelingen des Lebens aller Menschen beitragen? Und du bemerkst, es geht um ein und dieselbe Sache, nämlich um diesen einen Apfel. Und Menschen stellen sich unsere unterschiedliche Fragen dazu. Und du wirst auch in Konflikten bemerken, dass du vielleicht jemanden beobachtest, der mit jemand anderen einen Konflikt hast, wo sich die Menschen unterschiedliche Fragen stellen um ein und dieselbe Sache, aber voneinander nicht verstehen können. Und das ist eine Eigenheit von Spiral Dynamics, die Ebenen verstehen untereinander einander nicht, zumindest Ebene 1 bis 6, dass die gar nicht verstehen, dass der andere eine andere Frage zur selben Sache hat. Und so kann es sein, dass Menschen aneinander vorbeireden und in einem Konflikt sozusagen verhaftet und gefangen bleiben, ohne selbst zu bemerken, wie einfach, sozusagen von außen gesehen, wie einfach sie da rauskommen könnten. Und das möchte ich dir gerne mitgeben, dass du an der Stelle beginnst, dir zu überlegen und auch zu üben. Ich schaue mir ein Ding an, welche unterschiedlichen Fragen kann ich dazu stellen, entsprechend der unterschiedlichen Ebenen von Spiral Dynamics. Wenn du mit anderen Menschen ins Gespräch kommst, dann bemerke, welche Fragen die sich stellen, wenn es um Dinge des Lebens geht. Stellen sich die eher die Frage, hoffentlich kann ich das überleben, gefährdet das mein Leben nicht? Oder stellen sich die Menschen vielleicht die Frage, ist es das wert, soll ich oder soll ich nicht? Oder stellen sie sich die Frage, das ist meins, das macht mir keiner streitig, also eine hypothetische Frage. Oder stellen sie sich die Frage, erfüllt das Teil alle unsere Regeln oder alle meine Regeln? Oder stellen sie sich die Frage, wie kann ich daraus einen Vorteil, einen persönlichen Gewinn erzielen, unternehmerisch gesehen? Oder stellen sie sich die Frage, wollen wir das teilen untereinander, dass wir alle davon profitieren können? Wäre das in Ordnung für euch? Oder stellen sie sich die Frage, wie kann dieses eine Teil zum Gelingen meines Lebens beitragen oder die Situation zum Gelingen meines Lebens beitragen? Oder stellen sie sich die Frage, wie kann die Situation zum Gelingen des Lebens aller Menschen beitragen? Und wenn du heute die aktuelle Pandemiesituation anschaust, dann wirst du bemerken, dass viele Menschen, die sich die Frage stellen, vielleicht soll ich impfen gehen oder soll ich nicht? Während andere Menschen sich die Frage stellen, das gefährdet mein Leben, oder? Ist das nicht so? Während andere sagen, ich will mich nicht bevormunden lassen. Während andere sagen, das verletzt unsere Regeln, die wir in unserem Staat haben. Während andere sagen, das ist gut für unsere Gemeinschaft, das zu tun. Und während andere vielleicht sagen, nutze die Situation zum Gelingen deines Lebens. Und andere sagen, nutze die Situation zum Gelingen des Lebens aller Menschen. Und es geht immer um die ein und dieselbe Sache. Das heißt, bist du selbst in einem Konflikt, in einer Situation, dann höre genau, auf welcher Ebene kommuniziert dein Gegenüber und stelle deine Kommunikation auf diese Ebene ein. Denn du wirst bemerken, dass du dann besser verstanden wirst, dass deine Argumente besser ankommen, wenn du auf derselben Fragenebene, auf derselben Spiral Dynamics Ebene
wie dein Gegenüber dich ausdrückst. Es geht um dieselbe Sache, um dasselbe Was, aber das wie du darüber sprichst, das macht einen großen Unterschied. Und in meinem Buch, Die Rhetorik des Sebastian Kurz, habe ich das recht ausführlich erläutert, weil ich einfach bemerkt habe, dass in der Kommunikation dieses Politikers sehr, sehr viel Wert gelegt wird, auf unterschiedliche Ebenen des Spiral Dynamics sich auszudrücken und zu kommunizieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Probieren und freue mich aufs nächste Mal. Dein Thomas Wilhelm Albrecht.